Wieder nun schon zum vierten Mal darf ich Ihnen eine musenreiche Viertelstunde wünschen. Und ich verspreche Ihnen, diesmal geht's richtig los. Und was meine ich damit? Mit richtig losgehen meine ich, es ist ja so, bis jetzt habe ich nur von den Göttern erzählt, aber nun treten wir auf den Plan. Wie kam es dazu, dass der Mensch entsteht? Wir sind noch im Olymp. Es geht immer noch darum, hauptsächlich um die Eifersucht der Hera und um das Fremdgehen von Zeus. Er hat die ganze Welt abgesucht nach Weiblichem. Und das war damals noch ein relativ kleines Feld. Das hat sich vor allen Dingen hauptsächlich auf die Familie bezogen. Und da gab es die Göttin Demeter. Demeter ist eine Gottheit, die mir sehr sympathisch ist. Sie hat sich nicht so gern im Olymp aufgehalten. Sie war lieber auf der Erde unten. Sie wird ja auch dargestellt mit einer Garbe Korn im Arm. Nur ab und zu kam sie zu den Vollversammlungen in den Olymp. Und sie hat vor allen Dingen etwas an sich gehabt, was den Zeus sehr gereizt hat. Sie hat nämlich ihren Bruder Zeus nicht so angehimmelt, wie alle anderen das getan haben. Und das hat ihn besonders gereizt. Und er wollte sich einlassen mit seiner Schwester Demeter. Er ist hinter ihr her. Sie hat das gleichgültig über sich ergehen lassen. Sie hat auch ihn gleichgültig über sich ergehen lassen. Und Demeter ist schwanger geworden. Und sie hat ein Mädchen geboren, wirklich ein Mädchen. Und weil damals ja alles am Anfang war, ist auch dieser Begriff Mädchen das erste Mal aufgetaucht. Zeus hat auf dieses Kind gezeigt und hat gesagt, Kore. Und Kore heißt Mädchen. Und diese Kore, die hat sehr viel geerbt von ihrer Mutter. Vor allen Dingen hat sie geerbt den melancholischen Blick. Diesen melancholischen Blick so leicht schräg nach unten. Auch sie hat sich am liebsten auf der Erde aufgehalten, an den Rändern des Waldes, wie es heißt, und hat dort das kleine Getier beobachtet. Und Melancholie ist etwas sehr Erotisches, das wissen wir auch. Die Melancholie ist nicht Traurigkeit, es ist eine bestimmte Geisteshaltung, eine bestimmte Gefühlshaltung, die sehr viel mit Erotik zu tun hat. Und Zeus sah seine Kore da am Waldrand sitzen, und er hat sich in sie verliebt. Vielleicht hat er sich überhaupt das erste Mal, vielleicht sogar das einzige Mal, wirklich in sie verliebt. Wie komme ich zu dieser Auffassung? Wie kann ich sagen, es ist das erste Mal und vielleicht das einzige Mal, dass sich Zeus wirklich verliebt hat? Ich schließe das. Und zwar schließe ich es daraus, dass Zeus schüchtern war. Er hat sich nicht getraut, dieser Kore entgegenzutreten und ihr wirklich ganz offen, wie er es sonst natürlich getan hat. Ich meine, was hat er für einen Grund, schüchtern zu sein, außer wenn er verliebt ist? Er hat sich dieser Kore genähert, aber er hat sich nicht von vorne ihr genähert. Und er hat sich nicht als Gott Zeus ihr genähert. Das ist diese Schüchternheit, die ich meine. Er hat sich selbst verwandelt in eine Schlange. Und er ist als Schlange von hinten an sie herangekrochen, an diese Kore, die da am Waldrand sitzt. Und er ist in sie hineingekrochen und hat sie auf diese Art und Weise befruchtet. Und wieder muss ich sagen, natürlich biologisch gesehen äußerst zweifelhaft, mythologisch gesehen einwandfrei. Er hat sie befruchtet und Kore wurde schwanger. Und Zeus hat durch die Schwangere, durch den Körper der schwangeren Kore hindurch blicken können. Und er hat gesehen, was für eine Leibesfrucht sie in sich trägt. Und er hat gesehen, dass es ein Knabe sein wird. Und noch bevor Kore diesen Knaben geboren hat, hat Zeus diesem Knaben einen Namen gegeben, nämlich Zagreus. Und er ging in den Olymp und hat dort verkündet vor allen Göttern, diese Kore wird einen Knaben zur Welt bringen. Er wird heißen Zagreus und er wird sein, und diesen Begriff verwende ich jetzt mit Absicht, er wird sein mein eingeborener Sohn. Das heißt, er wird eines Tages mein Erbe antreten. Alle meine Macht, meine Herrlichkeit werde ich auf diesen Zagreus übertragen. Ja, da ist natürlich Hera. Das kann man sich ja vorstellen. Sie sagt, warum? Wir beide sind verheiratet. Du hast es mit meiner Schwester getrieben. Mit ihr bist du nicht verheiratet, mit Demeter. Auch mit der Tochter der Demeter hast du es getrieben. Mit ihr bist du auch nicht verheiratet. Warum nicht ein Sohn von uns beiden? Und sie war voll Eifersucht. Und sie hat sich in ihrer Eifersucht, in ihrer Wut, in ihrem ungeheuren Zorn,
hat sie sich verbündet mit den Urfeinden der Götter, nämlich mit den Titanen. Die Götter hatten ja einen Krieg geführt gegen die Titanen, haben die Titanen ja gestürzt, haben ihnen die Macht weggenommen. Seitdem sind die Titanen in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Zeus hat das vorausgesehen, er hat das geahnt und er hat den kleinen Zagreus ins Exil geschickt. Er hat ihn versteckt und er hat sich erinnert, dass er selbst ja auch versteckt worden ist von seiner eigenen Mutter Rhea vor seinem eigenen Vater Kronos in einer Höhle auf Kreta. Und dorthin hat Zeus den kleinen Zagreus gebracht, in diese Höhle. Und dort waren noch die Kureten, diese Naturwesen, und er hat ihnen gesagt, also passt auf, ihr achtet darauf, dass niemand meinem Zagreus ein Leid antut. Wenn jemand kommt, wenn Gefahr droht, dann macht euren Krach, dann schlagt auf eure Schilde, dann macht euren Krach. Und ich schicke die mächtigste Gottheit, über die ich verfüge, nämlich Pallas Athene, meine Tochter, und sie wird Zagreus retten. Und dieser Zagreus, so wie Kaspar Hauser, der lebt da in dieser Höhle, er kennt nur die Höhle, er kennt nur die Dunkelheit der Höhle. Er spielt da, ja, womit spielt er? Vielleicht mit seinen Fußzehen halt. Ist durchaus glücklich in dieser Unwissenheit, weiß nicht, dass die Titanen ihn suchen und die Titanen finden ihn. Aber die Titanen sind riesengroße Wesen, sie können mit ihren Fingern oder was immer sie auch haben, nicht in diese Höhle hineingreifen, um den Zagreus herauszupflücken. Sie müssen eine List anwenden und diese Titanen sind sehr klug, sehr listig. Sie machen eine Erfindung. Sie erfinden den Spiegel. Und sie stellen diesen Spiegel vor der Höhle auf. Und zwar in einem Winkel von 45 Grad. Und da spiegelt sich nun etwas wie Außenwelt hinein in diese Höhle. Und der Zagreus, der sieht das erste Mal Farben. Grün, die Bäume, die Wiesen. Er sieht die Farben der Blumen und er sieht die Farbe des Himmels. Das macht ihn natürlich neugierig. Er geht an den Rand der Höhle, will hineinschauen in diesen Spiegel, will sehen, was er sieht. Aber er ist noch zu weit in der Höhle. Die Titanen können ihn nicht greifen. Und da stellen sie diesen Spiegel von einem Winkel von 45 Grad in einen Winkel von 90 Grad zur Erdoberfläche. Und nun, was sieht Zagreus? Was sieht er? Er sieht das Interessanteste, was es gibt. Das mit Abstand Interessanteste, was es gibt. Er sieht nämlich sich selbst. Und da vergisst er alles. Er geht ganz heraus, geht ganz nah an den Spiegel, betastet diesen Spiegel, sein Gesicht, dass er das sieht. Und da ist er nun frei vom Schutz der Höhle. Und die Titanen greifen sich diesen Zagreus. Und Zagreus, und das begegnet uns in der Mythologie immer wieder, wehrt sich, indem er sich verwandelt. Er verwandelt sich in alle möglichen Tiere. Er verwandelt sich in einen Löwen, er verwandelt sich in einen Bären, er verwandelt sich zuletzt in einen Stier. Und in der Form des Stieres wird er zerrissen von den Titanen. Sie zerreißen ihn und da erst machen die Kureten ihren Lärm. Die Titanen zerreißen den Stier und fressen das Fleisch des Stieres auf. Pallas Athene fährt nieder, aber alles, was sie noch retten kann von dem Liebling ihres Vaters Zeus, ist das Herz des Zagreus. Und sie bringt Zeus das Herz des Zagreus und sie sagt zu ihm, das ist übrig von deinem eingeborenen Sohn. Und eine große Trauer, eine Verzweiflung bemächtigt sich des Zeus. Er nimmt dieses Herz, er legt es unter seinen Arm, hält es dort fest. Er wird es lange, lange unter seiner Achselhöhle halten. Er nimmt seine furchtbare Waffe, den Blitz, und schleudert diesen Blitz auf die Titanen. Und die Titanen werden verbrannt zu einem Haufen Asche. Und es ist nicht uninteressant, sich jetzt zu fragen, woraus besteht diese Asche? Nun, zunächst besteht sie aus den Titanen. Aber sie besteht auch aus den Teilen des Fleisches des Zagreus, das die Titanen ja verschlungen haben. Wenn ich es philosophisch ausdrücke, besteht dieser Haufen Asche aus dem absolut Bösen. In dieser Geschichte sind die Titanen das Böse und aus dem absolut Guten. In dieser Geschichte ist Zagreus
das Gute. Das Böse überwiegt, das Gute ist weniger. Und diese Asche liegt nun da und niemand kümmert sich um diese Asche. Niemand fragt, was kann man mit dieser Asche anfangen. Und wenn ich sage, niemand, stimmt das nicht ganz. Da gibt es nämlich einen, der kommt da des Weges, der hat diese Sache beobachtet, der weiß Bescheid. Eine der interessantesten Figuren der griechischen Mythologie, zumindest für uns Menschen vielleicht die interessanteste Figur der griechischen Mythologie, es ist Prometheus. Prometheus ist selbst ein Titan. Er hat sich aber damals, als der Krieg herrschte zwischen Titanen und Göttern, an diesem Krieg nicht beteiligt. Warum hat er sich nicht beteiligt? Er ist nämlich so etwas wie der Gott der Zeit. Das heißt, er kann in die Zukunft schauen, er kann in die Vergangenheit schauen, er hat alles, Zukunft, Vergangenheit, Gegenwart, alles hat er präsent. Und als solcher hat er natürlich gesehen, dass dieser Krieg der Titanen gegen die Götter für die Titanen schlecht ausgehen wird. Und er hat gesagt, an einem Krieg, den ich nur verlieren kann, werde ich mich nicht beteiligen. Die einen mögen das Opportunismus nennen, die anderen mögen es Klugheit nennen. Ich persönlich, ich neige eher dazu, das Klugheit zu nennen. Er hat sich an diesem Krieg nicht beteiligt. Für die Titanen ist er damit ein Verräter, aber für die Götter ist er deswegen noch lange kein Verbündeter. Er ist ein Einzelgänger. Und er sieht diesen Haufen Asche. Und er denkt sich, vielleicht lässt sich da was anfangen damit. Er nimmt so eine Handvoll Asche, spuckt darauf, versucht sie zu kneten, vermischt sie mit Wasser, vermischt sie mit etwas Lehm und er knetet. Ähnlich wie sein hebräisches Pendant, allerdings der höchste Gott der Hebräer, hat auch Prometheus uns Menschen aus Erde, in diesem Fall aus Asche, gemacht. Aus der Asche, die übrig geblieben ist, von den verbrannten Titanen und dem verbrannten Rest des Zagreus. Philosophisch ausgedrückt enthält diese Asche eben Gut und Böse. Und deshalb bestehen wir Menschen aus Gut und Böse. Und die Alten waren so pessimistisch zu glauben, dass der Anteil des Bösen bei uns größer ist als der Anteil des Guten. Und Prometheus ist ein ungeheuer kluger Geist gewesen. Er hat sich gedacht, eines Tages wird Zeus, der mächtige Zeus, draufkommen, dass ich da selbst etwas gemacht habe und er wird es unter Umständen vernichten. Und deshalb hat er uns Menschen von vornherein relativ klein gehalten. Er hat ein Konzept entwickelt, was den Menschen betrifft. Er hat uns gestaltet als, wie soll ich es ausdrücken, als lernfähige Versager. Er hat gewusst, wir müssen uns angleichen. Wir können nicht von Anfang an fertig sein. Wir müssen in der Lage sein zu lernen. Und so hat er uns gehalten, klein. Wir können zwar schwimmen, aber im Vergleich zu einem Fisch lächerlich. Wir können eventuell irgendetwas erfinden, um zu fliegen, aber im Vergleich zu einem Vogel lächerlich. Wir können laufen, wir können trainieren, Olympiaden machen, aber wir werden nie gegen einen Hund oder gegen ein anderes Tier gewinnen. Aber im Gegensatz zu allen anderen Wesen sind wir lernfähig. Und das heißt, wir werden den Göttern noch das Fürchten lehren. Eine musenreiche Viertelstunde wünsche ich Ihnen. Ich will Ihnen heute erzählen von Prometheus. Prometheus ist mit Sicherheit für uns jedenfalls die wichtigste Figur der griechischen Mythologie. Denn, und das ist eine bittere Einsicht, nicht Zeus, der oberste Gott, hat uns gemacht, sondern der Titan Prometheus. Und Zeus hat mit der Familie des Prometheus eine merkwürdige Beziehung, ein äußerst problematisches Verhältnis. Die Mutter des Prometheus war Themis, ebenfalls eine Titanin, und mit ihr hatte Zeus in urdenklicher Zeit ein Verhältnis. Das wundert uns nicht, denn mit wem hatte Zeus kein Verhältnis? Und Themis hat ihm zunächst einmal die Horen geboren, das sind die Jahreszeiten.
Da wusste man nie so ganz genau, sind es vier? Also wir gehen davon aus, dass es vier Jahreszeiten sind. Die Griechen gingen dann aus davon, dass es drei nur sind. Ganz am Anfang sagt man, es gibt überhaupt nur zwei Jahreszeiten. Die warme Jahreszeit und die kalte Jahreszeit. Also ich unterscheide eigentlich auch nach zwei Jahreszeiten, die warme und die kalte Jahreszeit. Das waren noch unproblematische Kinder. Dann die zweiten, die Themis geboren hat, das waren die Mäuren, das sind die Schicksalsgöttinnen. Und als Zeus bei Themis lag, hat sich Nyx die Nacht über die beiden gelegt. Und deshalb war es nie klar, wer ist eigentlich der Vater des Schicksals? Ist es die Nacht oder ist es Zeus? Eine sehr schwerwiegende Frage, wie immer gefunden wurde. Denn wenn Zeus nicht der Vater des Schicksals ist, dann kann es ja sein, dass Zeus über sich jemanden hat, dem auch er ausgeliefert ist. Jemand, der stärker, der mächtiger ist als er, nämlich das Schicksal. Sehr problematisch für Zeus, denn es könnte eines Tages den Schicksalsgöttinnen, den Mäuren einfallen, ihn selbst abzuschaffen. Das wusste Zeus und davor hatte er Angst. Also sehr problematisch die Familienverhältnisse. Der Vater des Prometheus war Iapetos, auch kein leichter Mann, ein Titan, einer der gefährlichsten Feinde des Zeus. Das ist die Herkommenschaft. Als dann der Krieg war, der Titanen gegen die Götter, da hat sich Prometheus nicht an diesem Krieg beteiligt. Warum nicht? Prometheus, es heißt, der Vorausdenkende, auch der Vorausblickende. Und als solcher sah er, dass der Krieg von den Titanen nicht gewonnen werden kann. Und er dachte sich, an einem Krieg, den ich nicht gewinnen kann, werde ich mich auch nicht beteiligen. Das heißt, er hat sich damit auch von den Titanen absentiert. Ein Einzelgänger, ein Desperado, würde man sagen. Und dann, davon habe ich schon erzählt, hatte Zeus einen Sohn, seinen absoluten Liebling. Er nannte ihn seinen eingeborenen Sohn Zagreus. Er liebte ihn, wie er nie einen anderen geliebt hat. Und diesen Zagreus, den haben die Feinde der Götter, nämlich die Titanen, verschlungen. Sie haben ihn zerrissen, haben sein Fleisch aufgefressen. Und Zeus in seinem ungeheuren Schmerz hat seinen Blitz auf diese Titanen geschleudert und hat sie seinem Haufen Asche verbrannt. Und dieser Haufen Asche enthielt sowohl Titanisches als auch Zagreus-mäßiges, das heißt Böses und Gutes. Und aus diesem Haufen Asche hat dann der Prometheus uns Menschen geformt. Deshalb enthalten wir Gut und Böse. Und er hat uns gemacht, sehr, sehr schlau, sehr, sehr klug. Er wusste, wir werden uns durchsetzen müssen gegen die Götter. Er hat uns nach dem Prinzip der lernfähigen Versager gebaut. Das heißt, wir können laufen, aber nicht so gut wie der Hund. Wir sind nicht besonders groß. Wir können schwimmen, aber natürlich gar kein Vergleich mit dem Fisch. Und fliegen, fliegen können wir schon überhaupt nicht. Das heißt, wir müssen das immer kompensieren mit Krebs. Das war der Trick des Prometheus. Aber er hat gewusst, das wird nicht genügen. Eines Tages wird nämlich der Zeus uns bemerken und dann wird er sich sagen, was ist das? Und es ist besser, ihm von vornherein reinen oder sagen wir halbreinen Wein einzuschenken. Er hat sich einen Termin geben lassen bei Zeus und sagt zu Zeus, hör zu, ich habe da irgendwas gebastelt. Mensch, für mich durchaus ambitioniert, im Vergleich zu deinen Werken natürlich eine Kleinigkeit. Er hat gewusst, er muss dem schmeicheln. Zeus sagt, aha, Mensch, habe ich noch nicht bemerkt, nein. Prometheus sagt, er ist auch klein. Aber sie sind irgendwie sind es mir komisch geraten. Die wollen unbedingt beten, anbeten wollen sie, verherrlichen wollen sie und Opfer wollen sie darbringen. Aha, sagt Zeus, Opfer, aha, das hat ihn interessiert, weil das hat er gern gehabt. Verehrung, Opfer und so. Der Prometheus sagt drauf, ja eben, ich habe ihnen gesagt, nein, nicht mir, mir sollt ihr nicht Opfer darbringen, mich sollt ihr nicht verehren, zu mir sollt ihr nicht beten. Da gibt es einen größeren Zeus. So, sagt Zeus, aha. Und Prometheus sagt ja eben, ich habe mir gedacht, du sollst aussuchen dürfen, was sie dir darbringen. Mhm. Und dann ging der Prometheus zu den Menschen und sagt so, hört her, also ihr wollt unbedingt opfern. Rind steht zur Disposition. Was ist das Beste am Rind?
Die Menschen antworten darauf natürlich, das Beste ist das Muskelfleisch, dieses saftige rote Muskelfleisch. Die Steaks, gut. Was ist das Zweitbeste? Das ist dieses weiße Fett, sagen die Menschen. Gut. Und nun eine andere Frage, sagt Prometheus, was ist das Ekelhafteste beim Rind? Ja, sagen die Menschen, es ist ganz klar, das Ekelhafteste, das ist dieser Magen, der hat so Adern außenrum, das finden wir ekelhaft. Gut, sagt Prometheus. Und was ist das Zweitekelhafteste? Ja, das sind die Knochen, das sind die Flachsen und diese Knorpel und das alles. So, dann tut jetzt, was ich euch sage, sagt Prometheus. Ihr baut zwei Altäre. Auf den einen Altar, da legt ihr den Magen, diesen ekelhaften, den füllt ihr mit den Steaks, mit dem Muskelfleisch und stellt ihn auf den Altar, aber so, dass die Steaks unten nicht rausschauen können. Auf den zweiten Altar, da häuft ihr die Knochen, die Flachsen, die Knorpel, alles das und deckt es zu mit dem weißen Fett. Die Menschen tun, was Prometheus sagt. Und Prometheus geht zu Zeus und sagt, hier sind zwei Altäre, wähle du aus. Und der Zeus schaut sich das an, sieht den ekelhaften Magen, sieht das schöne Fett, denkt sich so. Also dumm sind sie auch noch. Und er wählt natürlich den Altar mit dem weißen Fett. Und er sieht, der Prometheus hat ihn reingelegt. Na gut, denkt er sich, dem Prometheus zu kommen ist schwierig. Der Prometheus, der hat einen Bruder, nämlich den Epimetheus. Prometheus heißt der Vorausdenkende, Epimetheus heißt der Nachdenkende. Das heißt nicht, dass der Epimetheus ein Dümmerer ist. Er geht immer rückwärts. Er stößt dann manchmal an, er geht rückwärts, schaut nach hinten, schaut, was er gemacht hat. Er sagt, das, was wir getan haben, das gehört uns. Das, was die Zukunft bringt, das gehört uns noch gar nicht. Und der Prometheus hat viele Diskussionen mit seinem Bruder, aber die beiden sind gegensätzlich, sie können einander nicht überzeugen. Und Zeus beschließt, so, wir werden eine Frau machen. Denn, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, Prometheus hat am Anfang nur Männer gebaut. Es waren nur Männer aus der Asche, sind nur Männer gemacht worden. Und Zeus sagt, na gut, wir werden ihnen noch die Frau nachliefern. Er gibt dem Hephaist Auftrag, er soll eine Frau bauen. Und der Hephaist baut diese Frau nach dem Vorbild seiner eigenen Gattin, nämlich nach Aphrodite, der schönsten aller Gottheiten. Und alle Götter geben dieser Frau etwas mit. Das ist die Allbegabte und Allbegabte heißt Pandora. Und all diese Geschenke tut dann der Hermes in eine kleine Büchse, in eine kleine schöne Büchse. Und er führt die Pandora zum Epimetheus und sagt, das ist ein Geschenk der Götter. Der Prometheus sagt zum Epimetheus, nimm niemals ein Geschenk der Götter an. Aber der Prometheus muss leider mit ansehen, wie sein Bruder doch ein Geschenk der Götter annimmt, nämlich die Pandora. Und die Pandora ist neugierig. Das hält sie nicht aus, dass sie immer diese Büchse in ihrer Hand mit herumträgt und nicht wissen kann, was in dieser Büchse drin ist. Und eines Tages öffnet sie diese Dose und herausfliegen alle Plagen, die es gibt, die die Götter in diese Büchse hineingelegt haben, in die Büchse der Pandora. Und diese Plagen, die fallen über die Menschen her und sie quälen die Menschen. Und die Pandora hat die Büchse ganz schnell zugemacht, also wo sie gesehen hat, da fliegt Unheil heraus. Aber eine Sache ist drin geblieben in dieser Büchse, leider Gottes, die Hoffnung. Das Einzige, was keine Plage ist, oder zumindest was eine indirekte Plage ist, eine Art Betrug ist, diese Hoffnung ist uns geblieben, über die können wir verfügen. Über die anderen Plagen können wir nicht verfügen, die verfügen über uns. Und nun hat Prometheus gesehen, das ist eine große Gefahr, die da auf seine Kreatur zukommt. Und er hat uns als erstes, damit wir nicht verzweifeln, hat er als erstes uns die Zukunftsschau gegeben. Nämlich bis dahin konnten wir wie er in die Zukunft sehen. Und er hat gewusst, wenn wir weiterhin in die Zukunft sehen können, dann werden wir verzweifeln. Er hat sich schon um uns gekümmert. Wir konnten vielleicht abschätzen, was am nächsten Tag passiert, aber wir konnten mit Sicherheit nichts mehr sagen. Vorher waren wir Propheten, von nun an sind wir keine mehr. Aber er hat uns halt doch sehr gut gebaut, der Prometheus, lernfähige Versager. Wir haben unsere Sache auf die Reihe gekriegt, langsam, Schritt für Schritt, mit vielen Missgeschicken, aber wir haben gelernt. Und Zeus hat heruntergeschaut und hat gesehen, ach, die
Ich bin's ihn immer noch nicht geworden. Auch die Pandora hat's nicht geschafft. Und hat einen weiteren Versuch gemacht, uns zu vernichten. Das ist die Wahrheit nämlich. Dass die ganze Mythologie auch immer unterschwellig der Versuch ist, der Versuch der Götter, vor allen Dingen der Versuch des Zeus, uns zu vernichten. Das ist eine bittere Einsicht, dass diese Einsicht gerade unter dem wunderbaren attischen Himmel, wo die Sonne immer scheint, dass die dort gewachsen ist, das hat mich immer gewundert. Das wäre eher eine Einsicht für den düsteren, nebligen Norden, aber so ist es nun mal. Da hat sich der Zeus gedacht, naja, er hat gerochen, wie das Fleisch gut riecht, die Steaks. Er hat sich gedacht, naja, vielleicht kann ich sie aushungern. Wenn ich ihnen das Feuer nehme, dann sollen sie es roh essen, das können sie nicht. Und er hat alles Feuer von der Erde abgezogen. Und Prometheus hat gewusst, das ist eine große Gefahr, denn er wusste ja, das Feuer ist nicht nur da, um die Steaks gar zu machen. Das Feuer ist ein wesentlicher Bestandteil von Kultur und Zivilisation. Und Kultur und Zivilisation ist nur ein anderer Ausdruck für lernfähiges Versagertum. Und er hat sich in die Schmiede des Hephaist begeben, hat mit dem Hephaist gesprochen. Er hatte so einen Halm bei sich, so ein Stück Liane. Daran erinnern Sie sich vielleicht, wenn Sie Buben sind, dass Ihre ersten Rauchmittel nicht Zigaretten waren, sondern eben solche Lianen, furchtbar stark, grauenhaft. Aber sowas hat er mitgenommen und hat da einen Funken, ein Stück Glut aus der Esse des Hephaist geschmuggelt und hat es den Menschen gebracht. Und hat Gott Zeus wieder gesehen. Es brennen die Lichter überall. Da hat er sich gedacht, jetzt nehme ich den Prometheus weg. Und er hat Befehl gegeben, ihn zu verhaften und ihn an den Kaukasus zu nageln. Und damit es auch weh tut, hat er einen Adler geschickt. Und dieser Adler frisst ihm am Tag die Leber heraus. Und damit es auch lange dauert, wächst ihm die Leber in der Nacht nach. Und es sah ganz so aus, als ob das Projekt Mensch gescheitert wäre. Wir wissen, es ist nicht gescheitert, sonst wären wir ja nicht da. Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Meine Damen und Herren, ich bin glücklich, Ihnen sagen zu können, wir haben es geschafft. Zumindest einen Etappensieg haben wir Menschen errungen. Zeus hat versucht, uns zu vernichten. Zunächst, indem er uns aushungern wollte, dann, indem er uns mit den Geschenken der Pandora verführen und vernichten wollte und zuletzt, indem er unseren Vater, unseren Schöpfer Prometheus, uns genommen hat. Er hat ihn zum Kaukasus geführt und hat ihn dort an den Felsen nageln lassen. Die einen sagen, er sei an den Felsen gefesselt worden, geschmiedet worden, andere sagen, genagelt worden. Es gibt Bilder vom Prometheus, die uns sehr an einen anderen Helden erinnern. Prometheus mit ausgestreckten Armen ist an den Kaukasus genagelt. Aber wir haben es überstanden. Wir sind nicht untergegangen. Und nach einer gewissen Zeit hat Zeus wieder vom Olymp heruntergeschaut auf die Erde und hat gesehen, da wuselt es, da ist geschäftiges Treiben, da brennen überall die Lichter. Und er hat, nein, eingesehen hat das noch nicht, aber er hatte eine Ahnung davon, was es heißen kann, dass Wesen so etwas wie lernfähige Versager sind. Als solche hat uns ja unser Vater Prometheus erschaffen. Und es kam jetzt noch etwas dazu für den Zeus, etwas sehr Ärgerliches. Nämlich, er hat feststellen können, dass es oben im Olymp bei seinen eigenen Leuten Sympathien gab für uns Menschen, für uns Mängelwesen. Da war zunächst einmal Pallas Athene, es hieß ja eine Gottheit, die ein Faible hat für Kopfmenschen, für Leute, die sich was ausdenken, die Rat wissen. Dann war da Hermes. Hermes ist ja viel mehr als der Götterbote. Er wird ja auch genannt Psychopompos, das heißt, er ist der Seelenträger. Er ist derjenige, der die Seelen der Menschen in den Hades trägt. Und wer das tut, der kennt die Tränen der Menschen, weil wir weinen, wenn jemand stirbt. Und wer die Tränen der Menschen kennt, der hat dann auch so etwas wie Mitleid vielleicht mit uns. Zumindest Verständnis für unsere Sterblichkeit, für unsere Trauer, für unser Missgeschick.
Also auch Hermes hat plötzlich so etwas wie Sympathie empfunden, ähnlich wie Pallas Athene. Und dann nicht zuletzt Apoll. Apoll ist ein Sonderfall. Apoll ist der älteste Sohn des Zeus. Vor seinem Ältesten hat er sich immer irgendwie gefürchtet oder gefürchtet. Er hat ja geahnt, es sind da solche Wahrsagungen herum, dass er eines Tages gestürzt werden könnte. Und er hat sich ja selber erinnert, dass er seinen eigenen Vater Kronos gestürzt hat. Und dieser Apoll, der war ihm immer ein Dorn im Auge. Seine höchst neurotische Vater-Sohn-Beziehung, Apoll-Zeus. Uns ist der Apoll überliefert von den Römern in erster Linie. Dort ist er ein strahlender Held, ein wunderschöner, einer vom Intellekt bestimmter. Da hat auch Friedrich Nietzsche sehr viel beigetragen, dass wir im Apoll eigentlich denjenigen sehen, der nur seinen strahlenden Verstand zum Einsatz bringt. Das ist bei den Griechen nicht ganz so. Dort ist er einer, der ständig sich ausgeschlossen fühlt von Zeus, von seinem Vater, der sich nicht geliebt fühlt von seinem Vater. Er weiß ja, seine Mutter Leto wurde von Zeus einfach beiseite geschoben. Er, dieser Apoll, immer wenn er einen Vorschlag gemacht hat, ist Zeus über ihn drüber gefahren. Also Zeus hat ein Problem gehabt mit seinem Sohn und sein Sohn Apoll hat ein Problem gehabt mit seinem Vater Zeus. Und ganz egal, wie der Zeus sich uns gegenüber, uns Menschen gegenüber verhalten hätte, Apoll hätte auf alle Fälle zunächst mal die Gegenposition eingenommen. So war es auch in diesem Fall. Also Zeus hat gesehen, im Olymp oben gibt es keine geschlossene Phalanx mehr gegen uns Menschen. Und er wollte uns nicht haben. Das zieht sich durch die ganze Mythologie hindurch. Und eines Tages war der Zeus verschwunden. Er war nicht mehr oben am Olymp. Und die Götter haben spekuliert, wo könnte er sein, was ist los? Und es hieß, er habe sich auf die Welt hinunterbegeben, auf die Erde. Er wolle uns Menschen also vor Ort studieren. Hermes, der Optimist unter den Göttern, ist ein Gott, den ich besonders mag, eben weil er so optimistisch ist. Nicht dumm und optimistisch. Wir sind ja der Meinung, dass ein gewisser Grad an Optimismus die Dummheit mit sich zieht. Der Hermes war der optimistischste aller Götter, aber er war alles andere als dumm. Und er sagt zu seinem Halbbruder Apoll, du wirst sehen, er wird die Menschen studieren, er wird sie anschauen. Und es wird gut sein. Er kommt zurück, er wird lächeln, er wird sich versöhnt haben mit den Menschen. Der Apoll, bei den Griechen der Pessimist unter den Göttern, er sagt, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass er kommt und lächelt, aber ich glaube nicht, dass es etwas Gutes bedeutet. Und dann kam Zeus zurück in den Olymp und tatsächlich, er hat gelächelt. Er kam, hat sofort alle Götter zu sich befohlen, man hat sich um die große Tafel gesetzt. Eine Tafel übrigens, das nebenbei gesagt, wo eine kleine Ausbuchtung war an der Stelle, wo die Hera gesessen hat, die Göttermutter, die Gattin und Schwester des Zeus, hat darauf bestanden, dass sie einen Sonderplatz hat. Und der Zeus hat gesagt so, und nun werde ich euch erzählen. Ihr habt ja die Menschen nur von oben gesehen, hat er gesagt. Ich war direkt bei ihnen. Ich weiß, was das für Ludern sind. Ich will euch folgende Geschichte erzählen, sagte Zeus. Ich gehe da auf der Erde spazieren. Und dann komme ich in ein Gasthaus. Dieses Gasthaus wird geführt von einem gewissen Lykaon. Es heißt, er sei der beste Koch weit und breit. Dort könne man essen. Gut, ich habe mich in dieses Gasthaus begeben, habe mich in eine Ecke gesetzt, habe die Szene beobachtet. Tatsächlich, da kommt eine Gruppe von Leuten, 5, die wollen essen. Lykaon sagt, darf ich einen von euch in die Küche bitten, damit er sich ansieht, was ich Gutes gekocht habe? Ja, sind alle begeistert. Und ich, sagt Zeus, ich habe durch einen Ritz hindurch in die Küche gesehen und habe gesehen, dass dieser Lykaon diesen Gast geschlachtet hat, ihn zubereitet hat und den anderen vorgesetzt hat. So sind die Menschen und ich bin der Meinung, diese Krätze gehört weg vom Erdboden. Und die Götter waren alle empört und sie waren alle der Meinung ihres Göttervaters Zeus. Außer halt eben Apoll. Hermes kennt auch seinen Vater und sagt, eine Chance noch. Du sollst sie vernichten, alles, eine Chance gib ihnen noch. Wir gehen zu dritt auf die Erde. 6 Götteraugen sehen mehr als 2.
Und wenn wir, und jetzt haben sie begonnen zu verhandeln mit Zeus, und herausgekommen ist, wenn wir ein Paar finden, das gerecht ist, dann soll doch das Experiment Menschheit weiter bestehen. Parallele Abraham und Gott bei Sodom und Gomorra. Und Zeus, Hermes und Apoll gehen über die Erde. Einen Tag haben sie sich Zeit gelassen. Und es ist schon Abend, sie haben keinen Gerechten gefunden. Und da kommen sie am Abend zu einem Hügel, da steht ein Haus. Davor sitzen zwei alte Leute. Und der Hermes sagt, lass uns diese beiden noch ausprobieren. Sie gehen hin. Zeus sagt, guten Abend, gibt's was zu essen? Sehr unfreundlich, denkt sich, wenn die jetzt auch unfreundlich sind, dann. Ne? Ja, es gibt was zu essen. Es gibt Brot und es gibt Wasser zu trinken. Wir wollen aber Fleisch, sagt Zeus, und eine Flasche Wein. Ja, gut. Wir haben noch eine Flasche Wein. Wir haben noch eine Gans. Ja, schlachten, auftischen. Dem Hermes war das peinlich. Aber die beiden Alten haben das gemacht. Und es gibt diesen schönen Brauch. Zuerst gibt man dem Fremden zu essen und zu trinken und dann stellt man sich vor und fragt, wer er ist. Und sie stellen sich vor, Philemon und Baukis. Zeus sagt, okay, gut, ich bin der Zeus, das ist der Apoll, das ist der Hermes. Da hat sich gedacht, das glauben sie eh nicht, dass drei Götter kommen. Glauben sie nicht? Aha, Gotteslästerung, weg damit. Aber sie haben es geglaubt. Und sie haben die drei Götter bedient. Und Zeus musste zugeben, sie sind wirklich Gerechte. Und hat er zu ihnen gesagt, ihr dürft euch etwas wünschen, ihr beiden. Ihr habt uns gut bedient. Was ist euer Wunsch? Und da mussten diese beiden alten Menschen sehr lange nachdenken. Schließlich sagt Philemon, weißt du, wir sind 60 Jahre verheiratet. Die ersten 20 Jahre haben wir eigentlich nur miteinander gestritten. In den 20 Jahren, die darauf folgten, da haben wir kein Wort miteinander geredet. Und jetzt in den letzten 20 Jahren haben wir uns allmählich aneinander gewöhnt. Und jetzt, nach 60 Jahren Ehe, können wir endlich sagen, dass wir uns lieben. Und wenn wir uns etwas wünschen, dann, dass wir beide im selben Augenblick sterben. Dass keiner gezwungen ist, den anderen zu überleben. Ja, sagt Zeus, das ist möglich. Gut. Und sie gehen. Die drei Götter. Hermes freut sich, denkt er sich, siehst du, also, ich hab doch gewusst, zwei, ein Paar gerecht, und die waren doch wirklich gerecht, sagt er zu Zeus, die waren doch wirklich gerecht. Und der Apoll, der ist vorsichtig, Pessimist, ne? Denkt sich, irgendwas wird noch im Schilde sein. Und er sagt zu Zeus, also, das heißt, wir lassen das Experiment Mensch weiter bestehen. Und Zeus sagt, ja, wie war jetzt gleich noch was wir ausgemacht haben? Und der Apoll, der hat sich das ganz genau gemerkt. Er sagt, wir haben Folgendes ausgemacht. Du hast gesagt, wenn wir zwei Gerechte finden, die auf der Welt leben, dann werde ich die Menschheit verschonen. Apoll war gefasst darauf, dass nun ein Trick kommt. Und er hatte recht. Zeus sagt, aha, wenn zwei Gerechte leben, dann dreht euch doch mal um. Und Hermes und Apoll drehten sich um und sie sahen, auf der Bank vor dem Haus sitzen Philemon und Baukis und dann neigen sie ihre Köpfe zueinander und sie sterben. Beide im selben Augenblick, wie es ihr Wunsch war. Sagt der Zeus, na gut, jetzt leben sie nicht mehr. Und Apoll musste einsehen, dass sein Vater sie überlistet hat. Und Zeus sagt, na gut, dann dreht euch doch nochmals um. Und sie drehen sich wieder um und sie sehen, dort wo vorher Hügel, Berge waren, dort sind nun Inseln. Das Wasser steigt. Und Zeus sagt, wisst ihr, ich habe mit meinem Bruder Poseidon gesprochen, Gott des Wassers, der Gott aller Gewässer, und ich habe den Vorschlag ihm gemacht und er war ganz meiner Meinung. Wir sollten einmal diese ganze Angelegenheit so 40 Tage lang unter Wasser halten. Ne? Das ist die Sintflut. Die Sintflut gibt es ja nicht nur in der Bibel, in allen Mythen um den Mittelmeerraum herum wird von der Sintflut erzählt. Und immer wieder
müssen die Erzähler dort natürlich vorsichtig sein. Wenn sie die Sintflut allzu radikal ausfallen lassen, dann würde jeder Zuhörer die Frage stellen, ja gut, aber wir sind ja da. Also es muss immerhin eine Nische, eine Möglichkeit geben, wie man da rauskommt. Und die Sintflut kam auch über den antiken Menschen und sie hat den antiken Menschen vernichtet. Aber es gibt so etwas auch wie einen griechischen Noah. Das ist Deukalion und Deukalion hatte eine Gattin, das ist die Pyrrha. Beides waren sie Kinder des Prometheus. Und Prometheus oben vom Kaukasus, wo er geschmiedet war, hat dann doch dafür gesorgt, dass seine Kreatur, dass das Experiment Mensch weiter fortgeführt wird. Wieder, nun schon zum vierten Mal, darf ich Ihnen eine musenreiche Viertelstunde wünschen. Und ich verspreche Ihnen, diesmal geht's richtig los. Und was meine ich damit? Mit richtig losgehen meine ich, es ist ja so, bis jetzt habe ich nur von den Göttern erzählt, aber nun treten wir auf den Plan. Wie kam es dazu, dass der Mensch entsteht? Wir sind noch im Olymp. Es geht immer noch darum, hauptsächlich um die Eifersucht der Hera und um das Fremdgehen von Zeus. Er hat die ganze Welt abgesucht nach Weiblichem. Und das war damals noch ein relativ kleines Feld. Das hat sich vor allen Dingen hauptsächlich auf die Familie bezogen. Und da gab es die Göttin Demeter. Demeter ist eine Gottheit, die mir sehr sympathisch ist. Sie hat sich nicht so gern im Olymp aufgehalten. Sie war lieber auf der Erde unten. Sie wird ja auch dargestellt mit einer Garbe Korn im Arm. Nur ab und zu kam sie zu den Vollversammlungen in den Olymp. Und sie hat vor allen Dingen etwas an sich gehabt, was den Zeus sehr gereizt hat. Sie hat nämlich ihren Bruder Zeus nicht so angehimmelt, wie alle anderen das getan haben. Und das hat ihn besonders gereizt. Und er wollte sich einlassen mit seiner Schwester Demeter. Er ist hinter ihr her. Sie hat das gleichgültig über sich ergehen lassen. Sie hat auch ihn gleichgültig über sich ergehen lassen und Demeter ist schwanger geworden und sie hat ein Mädchen geboren, wirklich ein Mädchen. Und weil damals ja alles am Anfang war, ist auch dieser Begriff Mädchen das erste Mal aufgetaucht. Zeus hat auf dieses Kind gezeigt und hat gesagt, Kore. Und Kore heißt Mädchen. Und diese Kore, die hat sehr viel geerbt von ihrer Mutter. Vor allen Dingen hat sie geerbt den melancholischen Blick. Diesen melancholischen Blick so leicht schräg nach unten. Auch sie hat sich am liebsten auf der Erde aufgehalten, an den Rändern des Waldes, wie es heißt, und hat dort das kleine Getier beobachtet. Und Melancholie ist etwas sehr Erotisches, das wissen wir auch. Die Melancholie ist nicht Traurigkeit, es ist eine bestimmte Geisteshaltung, eine bestimmte Gefühlshaltung, die sehr viel mit Erotik zu tun hat. Und Zeus sah seine Kore da am Waldrand sitzen und er hat sich in sie verliebt. Vielleicht hat er sich überhaupt das erste Mal, vielleicht sogar das einzige Mal wirklich in sie verliebt. Wie komme ich zu dieser Auffassung? Wie kann ich sagen, es ist das erste Mal und vielleicht das einzige Mal, dass sich Zeus wirklich verliebt hat? Ich schließe das und zwar schließe ich es daraus, dass Zeus schüchtern war. Er hat sich nicht getraut, dieser Kore entgegenzutreten und ihr wirklich ganz offen, wie er sonst natürlich getan hat. Ich meine, was hat er für einen Grund, schüchtern zu sein, außer wenn er verliebt ist? Er hat sich dieser Kore genähert, aber er hat sich nicht von vorne ihr genähert und er hat sich nicht als Gott Zeus ihr genähert. Das ist diese Schüchternheit, die ich meine. Er hat sich selbst verwandelt in eine Schlange und er ist als Schlange von hinten an sie herangekrochen, an diese Kore, die da am Waldrand sitzt, und er ist in sie hineingekrochen und hat sie auf diese Art und Weise befruchtet. Und wieder muss ich sagen, natürlich biologisch gesehen äußerst zweifelhaft, mythologisch gesehen einwandfrei. Er hat sie befruchtet und Kore wurde schwanger. Und Zeus hat durch die Schwangere, durch den Körper der schwangeren Kore hindurch blicken können und er hat gesehen, was für eine Leibesfrucht sie in sich trägt. Und er hat gesehen,
dass es ein Knabe sein wird. Und noch bevor Kore diesen Knaben geboren hat, hat Zeus diesem Knaben einen Namen gegeben, nämlich Zagreus. Und er ging in den Olymp und hat dort verkündet vor allen Göttern, diese Kore wird einen Knaben zur Welt bringen, er wird heißen Zagreus und er wird sein, und diesen Begriff verwende ich jetzt mit Absicht, er wird sein mein eingeborener Sohn. Das heißt, er wird eines Tages mein Erbe antreten, alle meine Macht, meine Herrlichkeit werde ich auf diesen Zagreus übertragen. Ja, da ist natürlich Hera. Das kann man sich ja vorstellen. Sie sagt, warum? Wir beide sind verheiratet. Du hast es mit meiner Schwester getrieben. Mit ihr bist du nicht verheiratet, mit Demeter. Auch mit der Tochter der Demeter hast du es getrieben. Mit ihr bist du auch nicht verheiratet. Warum nicht ein Sohn von uns beiden? Und sie war voll Eifersucht. Und sie hat sich in ihrer Eifersucht, in ihrer Wut, in ihrem ungeheuren Zorn, hat sie sich verbündet mit den Urfeinden der Götter, nämlich mit den Titanen. Die Götter hatten ja einen Krieg geführt gegen die Titanen, haben die Titanen ja gestürzt, haben ihnen die Macht weggenommen. Seitdem sind die Titanen in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Zeus hat das vorausgesehen, er hat das geahnt und er hat den kleinen Zagreus ins Exil geschickt. Er hat ihn versteckt und er hat sich erinnert, dass er selbst ja auch versteckt worden ist von seiner eigenen Mutter Rhea vor seinem eigenen Vater Kronos in einer Höhle auf Kreta. Und dorthin hat Zeus den kleinen Zagreus gebracht, in diese Höhle. Und dort waren noch die Kureten, diese Naturwesen, und er hat ihnen gesagt, also passt auf, ihr achtet darauf, dass niemand meinem Zagreus ein Leid antut. Wenn jemand kommt, wenn Gefahr droht, dann macht euren Krach, dann schlagt auf eure Schilde, dann macht euren Krach. Und ich schicke die mächtigste Gottheit, über die ich verfüge, nämlich Pallas Athene, meine Tochter, und sie wird Zagreus retten. Und dieser Zagreus, so wie Kaspar Hauser, der lebt da in dieser Höhle, er kennt nur die Höhle, er kennt nur die Dunkelheit der Höhle. Er spielt da, ja, womit spielt er? Vielleicht mit seinen Fußzehen halt. Ist durchaus glücklich in dieser Unwissenheit, weiß nicht, dass die Titanen ihn suchen und die Titanen finden ihn. Aber die Titanen sind riesengroße Wesen, sie können mit ihren Fingern oder was immer sie auch haben, nicht in diese Höhle hineingreifen, um den Zagreus herauszupflücken. Sie müssen eine List anwenden und diese Titanen sind sehr klug, sehr listig. Sie machen eine Erfindung. Sie erfinden den Spiegel. Und sie stellen diesen Spiegel vor der Höhle auf. Und zwar in einem Winkel von 45 Grad. Und da spiegelt sich nun etwas wie Außenwelt hinein in diese Höhle. Und der Zagreus, der sieht das erste Mal Farben. Grün, die Bäume, die Wiesen. Er sieht die Farben der Blumen und er sieht die Farbe des Himmels. Das macht ihn natürlich neugierig. Er geht an den Rand der Höhle, will hineinschauen in diesen Spiegel, will sehen, was er sieht. Aber er ist noch zu weit in der Höhle. Die Titanen können ihn nicht greifen. Und da stellen sie diesen Spiegel von einem Winkel von 45 Grad in einen Winkel von 90 Grad zur Erdoberfläche. Und nun, was sieht Zagreus? Was sieht er? Er sieht das Interessanteste, was es gibt. Das mit Abstand Interessanteste, was es gibt. Er sieht nämlich sich selbst. Und da vergisst er alles. Er geht ganz heraus, geht ganz nah an den Spiegel, betastet diesen Spiegel, sein Gesicht, dass er das sieht. Und da ist er nun frei vom Schutz der Höhle. Und die Titanen greifen sich diesen Zagreus. Und Zagreus, und das begegnet uns in der Mythologie immer wieder, wehrt sich, indem er sich verwandelt. Er verwandelt sich in alle möglichen Tiere. Er verwandelt sich in einen Löwen, er verwandelt sich in einen Bären, er verwandelt sich zuletzt in einen Stier. Und in der Form des Stieres wird er zerrissen von den Titanen. Sie zerreißen ihn und da erst machen die Kureten ihren Lärm. Die Titanen zerreißen den Stier und fressen das Fleisch des Stieres auf. Pallas Athene fährt nieder, aber alles, was sie noch retten kann von dem Liebling ihres Vaters Zeus, ist das Herz des Zagreus. Und sie bringt Zeus das Herz des Zagreus
Und sie sagt zu ihm, das ist übrig von deinem eingeborenen Sohn. Und eine große Trauer, eine Verzweiflung bemächtigt sich des Zeus. Er nimmt dieses Herz, er legt es unter seinen Arm, hält es dort fest. Er wird es lange, lange unter seiner Achselhöhle halten. Er nimmt seine furchtbare Waffe, den Blitz, und schleudert diesen Blitz auf die Titanen. Und die Titanen werden verbrannt zu einem Haufen Asche. Und es ist nicht uninteressant, sich jetzt zu fragen, woraus besteht diese Asche? Nun, zunächst besteht sie aus den Titanen. Aber sie besteht auch aus den Teilen des Fleisches des Zagreus, das die Titanen ja verschlungen haben. Wenn ich es philosophisch ausdrücke, besteht dieser Haufen Asche aus dem absolut Bösen. In dieser Geschichte sind die Titanen das Böse, und aus dem absolut Guten. In dieser Geschichte ist Zagreus das Gute. Das Böse überwiegt, das Gute ist weniger. Und diese Asche liegt nun da. Und ich glaube, das ist dieser Magen, der hat so Adern außenrum, das finden wir ekelhaft. Gut, sagt Prometheus. Und was ist das zweitekelhafteste? Ja, das sind die Knochen, das sind die Flachsen und diese Knorpel und das alles. So, dann tut jetzt, was ich euch sage, sagt Prometheus. Ihr baut zwei Altäre. Auf den einen Altar, da legt ihr den Magen, diesen ekelhaften, den füllt ihr mit den Steaks, mit dem Muskelfleisch, und stellt ihn auf den Altar, aber so, dass die Steaks unten nicht rausschauen können. Auf den zweiten Altar, da häuft ihr die Knochen, die Flachsen, die Knorpel, alles das, und deckt es zu mit dem weißen Fett. Die Menschen tun, was Prometheus sagt. Und Prometheus geht zu Zeus und sagt, hier sind zwei Altäre, wähle du aus. Und der Zeus schaut sich das an, sieht den ekelhaften Magen, sieht das schöne Fett, denkt sich so. Also dumm sind sie auch noch. Und er wählt natürlich den Altar mit dem weißen Fett. Und er sieht, der Prometheus hat ihn reingelegt. Na gut, denkt er sich, dem Prometheus zu kommen ist schwierig. Der Prometheus, der hat einen Bruder, nämlich den Epimetheus. Prometheus heißt der Vorausdenkende, Epimetheus heißt der Nachdenkende. Das heißt nicht, dass der Epimetheus ein Dümmerer ist. Er geht immer rückwärts. Er stößt dann manchmal an, er geht rückwärts, schaut nach hinten, schaut, was er gemacht hat. Er sagt, das, was wir getan haben, das gehört uns. Das, was die Zukunft bringt, das gehört uns noch gar nicht. Und der Prometheus hat viele Diskussionen mit seinem Bruder, aber die beiden sind gegensätzlich, sie können einander nicht überzeugen. Und Zeus beschließt, so, wir werden eine Frau machen. Denn, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, Prometheus hat am Anfang nur Männer gebaut. Es waren nur Männer. Aus der Asche sind nur Männer gemacht worden. Und Zeus sagt, na gut, wir werden ihnen noch die Frau nachliefern. Er gibt dem Hephaist Auftrag, er soll eine Frau bauen, und der Hephaist baut diese Frau nach dem Vorbild seiner eigenen Gattin, nämlich nach Aphrodite, der schönsten aller Gottheiten. Und alle Götter geben dieser Frau etwas mit. Das ist die Allbegabte, und Allbegabte heißt Pandora. Und all diese Geschenke tut dann der Hermes in eine kleine Büchse, in eine kleine, schöne Büchse. Und er führt die Pandora zum Epimetheus und sagt, das ist ein Geschenk der Götter. Der Prometheus sagt zum Epimetheus, nimm niemals ein Geschenk der Götter an. Aber der Prometheus muss leider mit ansehen, wie sein Bruder doch ein Geschenk der Götter annimmt, nämlich die Pandora. Und die Pandora ist neugierig. Das hält sie nicht aus, dass sie immer diese Büchse in ihrer Hand mit herumträgt und nicht wissen kann, was in dieser Büchse drin ist. Und eines Tages öffnet sie diese Dose und herausfliegen alle Plagen, die es gibt, die die Götter in diese Büchse hineingelegt haben, in die Büchse der Pandora. Und diese Plagen, die fallen über die Menschen her. Und sie quälen die Menschen. Und die Pandora hat die Büchse ganz schnell zugemacht, also, wo sie gesehen hat, da fliegt Unheil heraus. Aber eine Sache ist drin geblieben in dieser Büchse, leider Gottes, die Hoffnung, das Einzige, was keine Plage ist, oder zumindest was eine indirekte Plage ist, eine Art Betrug ist, diese Hoffnung ist uns geblieben, über die können wir verfügen. Über die anderen Plagen können wir nicht verfügen, die verfügen über uns.
Und nun hat Prometheus gesehen, das ist eine große Gefahr, die da auf seine Kreatur zukommt. Und er hat uns als erstes, damit wir nicht verzweifeln, hat er als erstes uns die Zukunftsschau gegeben. Nämlich bis dahin konnten wir wie er in die Zukunft sehen. Und er hat gewusst, wenn wir weiterhin in die Zukunft sehen können, dann werden wir verzweifeln. Er hat sich schon um uns gekümmert. Wir konnten vielleicht abschätzen, was am nächsten Tag passiert, aber wir konnten mit Sicherheit nichts mehr sagen. Vorher waren wir Propheten, von nun an sind wir keine mehr. Aber er hat uns halt doch sehr gut gebaut, der Prometheus, lernfähige Versager. Wir haben unsere Sache auf die Reihe gekriegt, langsam, Schritt für Schritt, mit vielen Missgeschicken, aber wir haben gelernt. Und Zeus hat heruntergeschaut und hat gesehen, ach, die ich bin es immer noch nicht geworden. Auch die Pandora hat es nicht geschafft. Und hat einen weiteren Versuch gemacht, uns zu vernichten. Das ist die Wahrheit nämlich. Dass die ganze Mythologie auch immer unterschwellig der Versuch ist, der Versuch der Götter, vor allen Dingen der Versuch des Zeus, uns zu vernichten. Das ist eine bittere Einsatzzeit und die kalte Jahreszeit, also ich unterscheide eigentlich auch nach zwei Jahreszeiten die warme und die kalte Jahreszeit. Das waren noch unproblematische Kinder. Dann die zweiten, die Themis geboren hat, das waren die Mäuren, das sind die Schicksalsgöttinnen. Und als Zeus bei Themis lag, hat sich Nyx die Nacht über die beiden gelegt. Und deshalb war es nie klar, wer ist eigentlich der Vater des Schicksals? Ist es die Nacht oder ist es Zeus? Eine sehr schwerwiegende Frage, wie immer gefunden wurde. Denn wenn Zeus nicht der Vater des Schicksals ist, dann kann es ja sein, dass Zeus über sich jemanden hat, dem auch er ausgeliefert ist. Jemand, der stärker, der mächtiger ist als er, nämlich das Schicksal. Sehr problematisch für Zeus, denn es könnte eines Tages den Schicksalsgöttinnen, den Mäuren einfallen, ihn selbst abzuschaffen. Das wusste Zeus und davor hatte er Angst. Also sehr problematisch die Familienverhältnisse. Der Vater des Prometheus war Iapetos, auch kein leichter Mann, ein Titan, einer der gefährlichsten Feinde des Zeus. Das ist die Herkommenschaft. Als dann der Krieg war, der Titanen gegen die Götter, da hat sich Prometheus nicht an diesem Krieg beteiligt. Warum nicht? Prometheus, es heißt, der Vorausdenkende, auch der Vorausblickende. Und als solcher sah er, dass der Krieg von den Titanen nicht gewonnen werden kann. Und er dachte sich, an einem Krieg, den ich nicht gewinnen kann, werde ich mich auch nicht beteiligen. Das heißt, er hat sich damit auch von den Titanen absentiert. Ein Einzelgänger, ein Desperado, würde man sagen. Und dann, davon habe ich schon erzählt, hatte Zeus einen Sohn, seinen absoluten Liebling. Er nannte ihn seinen eingeborenen Sohn Zagreus. Er liebte ihn, wie er nie einen anderen geliebt hat. Und diesen Zagreus, den haben die Feinde der Götter, nämlich die Titanen, verschlungen. Sie haben ihn zerrissen, haben sein Fleisch aufgefressen. Und Zeus in seinem ungeheuren Schmerz hat seinen Blitz auf diese Titanen geschleudert und hat sie seinem Haufen Asche verbrannt. Und dieser Haufen Asche enthielt sowohl Titanisches als auch Zagreus-mäßiges, das heißt Böses und Gutes. Und aus diesem Haufen Asche hat dann der Prometheus uns Menschen geformt. Deshalb enthalten wir Gut und Böse. Und er hat uns gemacht, sehr, sehr schlau, sehr, sehr klug. Er wusste, wir werden uns durchsetzen müssen gegen die Götter. Er hat uns nach dem Prinzip der lernfähigen Versager gebaut. Das heißt, wir können laufen, aber nicht so gut wie der Hund. Wir sind nicht besonders groß. Wir können schwimmen, aber natürlich gar kein Vergleich mit dem Fisch. Und fliegen können wir schon überhaupt nicht. Das heißt, wir müssen das immer kompensieren mit Grips. Das war der Trick des Prometheus. Aber er hat gewusst, das wird nicht genügen. Eines Tages wird nämlich der Zeus uns bemerken und dann wird er sich sagen, was ist das? Und es ist besser, ihm von vornherein reinen oder sagen wir halbreinen Wein einzuschenken. Er hat sich einen Termin geben lassen bei Zeus und sagt zu Zeus, hör zu, ich habe da irgendwas gebastelt. Mensch, für mich durchaus ambitioniert, ich meine, im Vergleich zu deinen Werken natürlich eine Kleinigkeit. Er hat gewusst, er muss dem schmeicheln.
Zeus sagt, aha, Mensch, habe ich noch nicht bemerkt, nein. Prometheus sagt, er ist auch klein. Aber sie sind irgendwie sind's mal komisch geraten. Die wollen unbedingt beten, anbeten wollen sie, verherrlichen wollen sie und Opfer wollen sie darbringen. Aha, sagt Zeus, Opfer, aha, das hat ihn interessiert, weil das hat er gern gehabt. Verehrung, Opfer und so. Der Prometheus sagt drauf, ja eben, ich habe ihnen gesagt, nein, nein, nicht mir, mir sollt ihr nicht Opfer darbringen, mich sollt ihr nicht verehren, zu mir sollt ihr nicht beten. Da gibt's einen größeren Zeus. So, sagt Zeus, aha. Und Prometheus sagt, ja eben, ich habe mir gedacht, du sollst aussuchen dürfen, was sie dir darbringen. Mhm. Und dann ging der Prometheus zu den Menschen und sagt so, hört her, also ihr wollt unbedingt opfern. Rind steht zur Disposition. Was ist das Beste am Rind? Die Menschen antworten darauf, natürlich, das Beste ist das Muskelfleisch, dieses saftige rote Muskelfleisch, die Steaks, gut. Was ist das Zweitbeste? Das ist dieses weiße Fett, sagen die Menschen, gut. Und nun eine andere Frage, sagt Prometheus, was ist das Ekelhafteste beim Rind? Ja, sagen die Menschen, es ist ganz klar, das Ekel. Niemand kümmert sich um diese Asche. Niemand fragt, was kann man mit dieser Asche anfangen. Und wenn ich sage, niemand, stimmt das nicht ganz. Da gibt es nämlich einen, der kommt da des Weges. Der hat diese Sache beobachtet. Der weiß Bescheid. Eine der interessantesten Figuren der griechischen Mythologie. Zumindest für uns Menschen vielleicht die interessanteste Figur der griechischen Mythologie. Es ist Prometheus. Prometheus ist selbst ein Titan. Er hat sich aber damals, als der Krieg herrschte zwischen Titanen und Göttern, an diesem Krieg nicht beteiligt. Warum hat er sich nicht beteiligt? Er ist nämlich so etwas wie der Gott der Zeit. Das heißt, er kann in die Zukunft schauen, er kann in die Vergangenheit schauen. Er hat alles, Zukunft, Vergangenheit, Gegenwart, alles hat er präsent. Und als solcher hat er natürlich gesehen, dass dieser Krieg der Titanen gegen die Götter für die Titanen schlecht ausgehen wird. Und er hat gesagt, an einem Krieg, den ich nur verlieren kann, werde ich mich nicht beteiligen. Die einen mögen das Opportunismus nennen, die anderen mögen es Klugheit nennen. Ich persönlich, ich neige eher dazu, das Klugheit zu nennen. Er hat sich an diesem Krieg nicht beteiligt. Für die Titanen ist er damit ein Verräter, aber für die Götter ist er deswegen noch lange kein Verbündeter. Er ist ein Einzelgänger. Und er sieht diesen Haufen Asche. Und er denkt sich, vielleicht lässt sich da was anfangen damit. Er nimmt so eine Handvoll Asche, spuckt darauf, versucht sie zu kneten, vermischt sie mit Wasser, vermischt sie mit etwas Lehm und er knetet. Ähnlich wie sein hebräisches Pendant, allerdings der höchste Gott der Hebräer, hat auch Prometheus uns Menschen aus Erde, in diesem Fall aus Asche, gemacht. Aus der Asche, die übrig geblieben ist, von den verbrannten Titanen und dem verbrannten Rest des Zagreus. Philosophisch ausgedrückt enthält diese Asche eben Gut und Böse. Und deshalb bestehen wir Menschen aus Gut und Böse. Und die Alten waren so pessimistisch zu glauben, dass der Anteil des Bösen bei uns größer ist als der Anteil des Guten. Und Prometheus ist ein ungeheuer kluger Geist gewesen. Er hat sich gedacht, eines Tages wird Zeus, der mächtige Zeus, draufkommen, dass ich da selbst etwas gemacht habe und er wird es unter Umständen vernichten. Und deshalb hat er uns Menschen von vornherein relativ klein gehalten. Er hat ein Konzept entwickelt, was den Menschen betrifft. Er hat uns gestaltet als, wie soll ich es ausdrücken, als lernfähige Versager. Er hat gewusst, wir müssen uns angleichen. Wir können nicht von Anfang an fertig sein. Wir müssen in der Lage sein zu lernen. Und so hat er uns gehalten, klein. Wir können zwar schwimmen, aber im Vergleich zu einem Fisch lächerlich. Wir können eventuell irgendetwas erfinden, um zu fliegen, aber im Vergleich zu einem Vogel lächerlich. Wir können laufen, wir können trainieren, Olympiaden machen, aber wir werden nie gegen einen Hund oder gegen ein anderes Tier gewinnen. Aber im Gegensatz zu allen anderen Wesen sind wir lernfähig.
Und das heißt, wir werden den Göttern noch das Fürchten lehren. Eine musenreiche Viertelstunde wünsche ich Ihnen. Ich will Ihnen heute erzählen von Prometheus. Prometheus ist mit Sicherheit für uns jedenfalls die wichtigste Figur der griechischen Mythologie. Denn, und das ist eine bittere Einsicht, nicht Zeus, der oberste Gott, hat uns gemacht, sondern der Titan Prometheus. Und Zeus hat mit der Familie des Prometheus eine merkwürdige Beziehung, ein äußerst problematisches Verhältnis. Die Mutter des Prometheus war Themis, ebenfalls eine Titanin, und mit ihr hatte Zeus in urdenklicher Zeit ein Verhältnis. Das wundert uns nicht, denn mit wem hatte Zeus kein Verhältnis? Und Themis hat ihm zunächst einmal die Horen geboren, das sind die Jahreszeiten. Da wusste man nie so ganz genau, sind es vier, also wir gehen davon aus, dass es vier Jahreszeiten sind. Die Griechen gingen dann aus davon, dass es drei nur sind. Ganz am Anfang sagt man, es gibt überhaupt nur zwei Jahreszeiten, die warme Jahreszeit.